Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema das Bild vom Kind. Hier handelt es sich nicht um irgendein Foto von einem Kind, sondern um die Grundannahme und Vorstellungen über Kinder. Und die Vorstellung beeinflusst unser Handeln. Es gibt verschiedene Sichtweisen, zum Beispiel Kind als unbehauener Stein, Kind als Samenkorn und das kompetente Kind. Die Sicht, wie wir Kinder sehen, ist oft unbewusst und deshalb sollte man sie regelmäßig reflektieren. Zuerst reden wir über das Kind als unbehauener Stein. In dieser Sichtweise ist das Kind von Natur aus unreif. Das Kind wird zu dem, was der Erzieher aus ihm macht. Sprich, der Erzieher meißelt aus dem Stein das Kind. Und so muss das Kind durch die Erziehung ganz gemacht werden. Die nächste Sichtweise, die wir uns anschauen, ist, in der man das Kind als Samenkorn sieht. Hier ist das Kind von Natur aus gut. Hier ist die Entwicklung vorprogrammiert und der Erzieher hilft dem Kind zu wachsen, also der Erzieher unterstützt das Kind. Das Kind wird also nicht zurechtgeformt, sondern es wird etwas unterstützt, um sich selbst zu entwickeln. In der nächsten Sichtweise sieht man das Kind als das kompetente Kind. Hier spielt das Kind eine aktive Rolle. Die Kinder besitzen bereits alle Grundlagen und diese kommen im entsprechenden Alter zum Vorschein. Dafür benötigen die Kinder nur Vorbilder und Hilfe und Unterstützung. Sprich, man geht davon aus, dass das Kind, wenn es auf die Welt kommt, bereits eigentlich laufen kann, sprechen kann, aber erst im richtigen Alter diese Entwicklung einsetzt. Damit man das Kind gut bei seiner Entwicklung unterstützen kann und was es lernen möchte, muss man auf die Bedürfnisse eingehen. Somit sind die Bedürfnisse auch ein wichtiger Punkt bei dem Thema Bild vom Kind. Es stellt sich als erstes die Frage, was sehen wir denn? Wir können das Verhalten, die Körpersprache und Reaktionen wahrnehmen. Das können wir sehen. Und durch diese Wahrnehmung bildet man meistens schon eine eigene Meinung. Das sollte man aber nicht machen, um bedürfnisorientiert zu arbeiten. Denn Absichten, Gefühle, Gedanken und das innere Erleben können wir nicht sehen. Das ist wie bei einem Eisberg unter der Wasseroberfläche. Also um bedürfnisorientiert arbeiten zu können, müssen wir verschiedene Punkte wissen. Damit Kinder die Bedürfnisse von anderen erkennen können, müssen sie erstmal ihre eigenen Bedürfnisse erkennen und nennen können. Bedürfnisse sind der zentrale Antrieb für die Entwicklung und Lernprozesse. Für eine gute bedürfnisorientierte Pädagogik ist es wichtig, dass die Bedürfnisse der Kinder im Vordergrund stehen. Eine Grundlage ist es auch, dass die Bedürfnisse natürlich erfüllt werden. Und die Erwachsenen prüfen stets, damit die Bedürfnisse auch erfüllt werden. Das war's mit dem Video. Tschüss, bis zum nächsten Mal.